Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem Lesemonat April 2017. Einem, wie ich fand, sehr schönen Monat. Eher durchschnittlich von der Anzahl der Bücher und wie es bei mir in den letzten Monaten war, tatsächlich auch von der Qualität der Bücher. Aber diese Qualität ist dennoch ziemlich hoch, was mich sehr, sehr freut, dass ich meinen hohen und großartigen Durchschnitt tatsächlich halten konnte. Aber los geht's mit den Büchern und als allererstes natürlich mit der Statistik, die ich persönlich einfach bei anderen mag und auch bei mir. Ich habe im April insgesamt 1189 Seiten gelesen, 1170 Seiten gehört. Das entspricht 32 Stunden und 55 Minuten. Ganz schön viel, aber tatsächlich mittlerweile mein persönlicher Durchschnitt. Also ich habe mich zwischen 30 und 35 Stunden eingependelt, was Hörbuch angeht, was ich persönlich großartig finde. Insgesamt habe ich also 2359 Seiten verschlungen, in Büchern ausgedrückt. Ich habe null Bücher beendet, also ich hatte kein Buch, das ich aus dem März mitgenommen hatte. Vier Bücher komplett beendet, ein Buch abgebrochen und ein Buch angefangen und mit in den Mai genommen und mittlerweile beendet. Eine Durchschnittsbewertung von 4,0 Sternen ist doch wirklich sehr gut. Mittlerweile auch tatsächlich ungefähr mein Jahresdurchschnitt bisher, was mich unglaublich freut. Ich finde es wirklich großartig. Ich hatte im April 3 Neuzugänge, die ihr vielleicht in meinem XXS-Neuzugänge-Video gesehen habt. Verlinke ich natürlich unten. Und einen Substand zum Ende des Monats von 149. Es geht immer wieder bergab, was mich sehr freut und ich komme meinem Ziel immer ein kleines Stückchen näher. Leseziele habe ich insgesamt zwei abgehakt, wobei ein Leseziel ein ziemlich großes und aufwendiges war und das freut mich auch sehr. Ich hatte im April kein Top-Buch bei einer Durchschnittsbewertung von 4,0. Ich habe alle Bücher mit 4 Sternen bewertet, also da kann ich wirklich keinen Liebling oder keinen besonderen Schatz hervorheben. Die waren alle wirklich sehr, sehr gut und sehr solide 4 Sterne wert. Aber ich habe ein Flop-Buch, nämlich das, was ich abgebrochen habe. Und das wird das Buch, was ich euch ganz, ganz zum Schluss zeige. Und es war für mich wirklich eine sehr große Überraschung, dass dieses hier tatsächlich mal ein Flop-Buch von mir sein wird. Aber so ist es manchmal. Auch bei Büchern gibt es immer wieder Überraschungen. Und jetzt starten wir mal mit den einzelnen Büchern. Im April ging es für mich los mit einer Reihe, die ich sehr mag und mit einem Autor, den ich sehr zu schätzen weiß, vor allem wegen seinem merkwürdigen, skurrilen und wie ich finde großartigen Humor. Die Bücher und den Autor habe ich euch in meiner Bücherregaltour durch meine Lesecke schon gezeigt. Verlinke ich euch auch unten, wie alle Videos, Kanäle etc., was ich sonst so erwähnen sollte. Und dieser Schatz mit 4 Sternen bewertet und absolut genial empfunden, von Dan Wells, Nur über deine Leiche. Der 5. Teil der John Cleaver-Reihe. Ein Thriller, ein eigentlich Jugendbuch-Thriller, wobei ich von Anfang an die Bücher nicht wirklich als typische Jugendbücher empfunden habe. Der Protagonist war im ersten Teil der Reihe 15 Jahre alt, glaube ich, oder 16, also noch ein Jugendlicher, aber er wächst und wird älter und in diesem Teil ist er bereits, ich glaube, 20, also auch nicht wirklich ein Jugendbuch, sondern wirklich eher ein Thriller bzw. ein Fantasy-Mystery-Thriller. Ich war sehr begeistert von diesem Teil. Zum Inhalt kann ich natürlich nicht viel sagen, weil das wirklich ein Mega-Spoiler zu der gesamten Reihe wäre. Wir verfolgen hier weiter die Geschichte von John Cleaver und seinen sehr skurrilen, sehr brutalen teilweise Abenteuern und lernen ihn noch näher kennen und ja, erleben wieder einiges mit diesem sympathischen und humorvollen Soziopathen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber zugeben, dass ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in die Geschichte zu kommen. Vielleicht lag es daran, dass ich den 4. Teil vor einigen Monaten, wenn nicht Jahren gelesen habe. Es ist wirklich schon eine ganze Weile her
und mir einiges abhanden gekommen ist. Natürlich wusste ich noch die Eckdaten, ich wusste so ungefähr, was vorher passiert war, wie das Ganze geendet hat, mit welchem Cliffhanger. Aber viele, viele Details sind mir doch entfallen mittlerweile. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in die Geschichte zu kommen, mit den Charakteren klarzukommen, das eine oder andere Besondere in dieser Geschichte und bei einem Nebencharakter zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber als ich dann drin war, war es wirklich genial und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste einige Male schmunzeln, denn Wells hat es wieder großartig gemacht, uns die Charaktere, die Geschichte, die Umgebung wirklich näher zu bringen. Denn hier spielt auch die Umgebung und die Städte, die Straßen, die wir in der Geschichte kennenlernen, eine relativ große Rolle. Und das fand ich wirklich großartig. Die Charakterdarstellung und die Tiefe der Charaktere hat Dan Wells wirklich wieder großartig rübergebracht. Es ist wirklich sehr gut nachzuvollziehen, sehr gut zu verstehen, auch wenn man, ja, so wirklich verstehen kann man es nicht, aber man weiß, was der Autor meint, wie er das meint, und man versteht, dass die Charaktere wirklich sehr authentisch handeln und so handeln, wie es zu ihrem Charakter passt, wie es zu ihrer Persönlichkeit passt und wie es tatsächlich zu den Ereignissen passt. Und das finde ich wirklich großartig in der Reihe. Aber wirklich eine Empfehlung, wenn es euch neugierig gemacht hat, wenn ihr John Cleaver und Dan Wells kennenlernen möchtet, startet bitte mit dem ersten Teil der Reihe mit Ich bin kein Serienkiller und macht euch auch bereit, etwas in Richtung Fantasy, in Richtung Mystery zu lesen, denn das geht hier so ein bisschen verloren, finde ich, bei der Beschreibung, auch bei der Kurzbeschreibung immer wieder. Und das ist auch etwas, was vielen negativ auffällt, was vielen die Reihe ein bisschen versaut, einfach weil sie nicht damit rechnen oder vielleicht es auch einfach nicht mögen, wenn dieser Touch Mystery und Touch Fantasy drin ist. Und hier ist es definitiv der Fall, auch wenn hier einfach nur Thriller drunter steht. Also 4 Sterne fand ich wirklich sehr gelungen. Parallel dazu habe ich wieder ein Hörbuch gehört, und zwar mal wieder einen meiner Lieblingsautoren, und zwar John Katzenbach, diesmal mit Der Fotograf. Eine Geschichte, die Ende der 80er Jahre geschrieben wurde, was man immer wieder merkt, nicht nur, weil viele moderne Elemente wie Handys, Internet etc. komplett fehlen und dementsprechend die Geschichte vielleicht auch etwas anders abläuft, als es heutzutage der Fall wäre, einfach weil man diese Hilfsmittelchen hätte. Und man merkt es auch ein wenig an dem Schreibstil. Es ist ein relativ klassischer Thriller, also auch klassisch geschrieben, klassisch von der Herangehensweise. Ein sehr starker Psychothriller, wo wirklich der Fokus auf die Psyche geht. Man blickt in die Psyche, in die Tiefe, in die Persönlichkeit vom Täter, von dem Fotografen und von dem Opfer. Wobei die Opfer sehr unterschiedlich sind. Also es gibt einmal direkte Opfer, das heißt, diejenigen, die sich in der Gewalt des Fotografen befinden oder befunden haben. Und es gibt welche, die indirekt Opfer wurden, weil eben ihre Angehörige, wie auch immer, mit diesem Monster zu tun hatten. Und ich fand es sehr interessant, wie John Katzenbach wieder diese unterschiedlichen Charaktere, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten dargestellt hat, wie echt und realistisch er sie rübergebracht hat. Und wie tief er tatsächlich in die einzelnen Charaktere hineingeschaut hat und sie dem Leser auch so rübergebracht hat. Das und auch die ein oder andere, wie ich fand, sehr brutale Szene in diesem Buch, haben mich an der einen oder anderen Stelle schlucken lassen, haben mich wirklich einmal tief durchatmen lassen, einfach weil ich eine kleine Pause einlegen musste, wirklich teilweise von wenigen Minuten. Aber ich musste einmal durchatmen, weil ich von dem Autor auch nicht so viel heftige, brutale Szenen erwartet habe. Ich habe schon einige Bücher von John Katzenbach gelesen und auch gehört und kenne seinen Schreibstil, ich kenne seine Herangehensweise an die einzelnen Geschichten. Und er ist zwar psychisch sehr brutal oft, aber dieses blutige, brutale fehlt oft gänzlich oder ist wirklich nur im Hintergrund. Hier in diesem Buch hat man beides. Man hat hier Blut, man hat hier wirklich heftige Fälle, wo die Opfer auch beschrieben werden, wo die Taten auch beschrieben werden und wie ich finde, nicht seicht, sondern wirklich direkt mit, ja, guck hin. Und man schaut gleichzeitig in diese Psyche, in diese wirklich teilweise sehr kranke, sehr beängstigende Psyche
nicht nur von dem Täter, sondern auch von den Opfern. Der Autor kann das sehr, sehr gut. Er kann das wirklich sehr stark und ich mag es sehr gerne. Aber ich finde es auch wirklich heftig. Und dieses Buch ist tatsächlich das Extremste in diese Richtung, was ich von ihm gelesen habe oder gehört habe. Die extremste Geschichte, die ich kennengelernt habe. Also wenn das in einem anderen Verlag und nicht in Knauer erschienen wäre, würde ich es tatsächlich in deine Hardcore packen. Es ist ein ordentlicher Wälzer mit knapp 700 Seiten und rund 19 Stunden Hördauer in der ungekürzten Fassung. Es ist nicht wenig. Es ist auch nicht wenig, wenn man bedenkt, was hier so passiert. Viele sagen, dass John Katzenbach recht ausschweifend schreibt, recht ausschweifend erzählt. Ja, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde, es gehört zu der Geschichte. Ich finde, es gehört dazu, wer seine Charaktere darstellt. Und wenn man den Charakteren so viel Persönlichkeit, so viel Tiefe verleiht, braucht man doch die eine oder andere Seite mehr. Vor allem, wenn es wirklich eher in die Köpfe geht, in die Psyche geht und wenn er so dargestellt wird, dass der Leser es verstehen und nachvollziehen kann, so schlimm und heftig es manchmal ist, dann braucht es doch die eine oder andere Seite mehr und die eine oder andere etwas ausschweifende Beschreibung mehr. Mich hat es nicht gestört, ich fand es in Ordnung. Vielleicht liegt es auch an dem Medium Hörbuch, dass man einfach diese Länge nicht so empfindet. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es beim Lesen anders rüberkommt. Beim Hören wird das vielleicht etwas anders verarbeitet und man merkt einfach diese Länge nicht so stark oder diese Längen, die es vielleicht hier geben sollte oder die manche empfinden könnten, merkt man im Hörbuch einfach nicht. Und wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, ist John Katzenbach großartig als Hörbuch geeignet. Seine Bücher sind wirklich sehr gut vertont. Die, ich glaube, drei, die ich bisher gehört habe, fand ich wirklich sehr gut gemacht. Ungekürzt natürlich ein besonderer Genuss. Gekürzt würde ich sowieso kein Buch empfehlen. Und ja, wenn ihr es mit dem Autor versuchen wollt und euch auch auf etwas Härteres einlassen könnt, dann kann ich euch den Fotografen auf jeden Fall auch empfehlen. Macht euch aber auch daran gefasst, dass hier Handys, Internet, ich glaube Rechner etc. ziemlich fehlen, weil es das einfach noch nicht gab oder nicht in dem Ausmaße gab, wie es heute ist. Und das merkt man immer wieder in dem Buch. Wenn man moderne Thriller liest, jetzt aus den 2000 irgendwas Zeiten, da läuft das Ganze doch etwas anders ab. Hier würde man an der einen oder anderen Stelle denken, vielleicht, ja, warum reagierst du nicht so und so oder tust das und das? Das war in der Zeit einfach nicht möglich. Das muss einem einfach ein bisschen klar sein, dass das Buch bereits in den 80ern geschrieben wurde. Aber dennoch absolut empfehlenswert, eine starke, eine fesselnde, eine spannende Geschichte, die ihre sehr brutale Phasen hat, aber auch ihre sehr interessante Phasen hat, in denen man einfach nicht aufhören kann, weder zu lesen noch zu hören. Da bin ich mir wirklich sicher. 4 Sterne, absolut verdiente 4 Sterne und eine absolute Empfehlung für John Katzenbach. Ich werde mit dem Autor auf jeden Fall weitermachen, aber jetzt gehe ich erstmal ans Telefon. Ganz schön viel Tatütata. Die fahren alle die Straße hoch. Die haben nie so weit gehalten. Okay. Ich hoffe jetzt mal, dass nichts Wildes passiert ist und dass bei uns nichts ist. Die Katze ist auch ganz schön verstört gerade. Das war ja wirklich viel Tatütata. Katze? Ja. Alles gut. Alles gut. Wollen wir anfangen? Ja? Wollen wir es versuchen? Nochmal? Ohne Tatütata? Okay. Machen. Im April war ich definitiv in Thriller-Laune und weiter geht es also mit dem nächsten. Und zwar mit Matthew Arledge und D.I. Helen Grace. Hier mit dem 4. Teil der Reihe in Flammen. Für mich der brutalste und heftigste Band der Reihe. Die Details der Taten, die Details über die Opfer fand ich hier besonders klar gezeichnet und sehr detailreich,
was mir teilweise zu viel war. Wo ich dachte, okay, hier und dort wäre weniger vielleicht mehr. Das hat mich nicht wirklich gestört, aber manchmal schon ein bisschen verstört, muss ich zugeben. Ich fand es wirklich sehr heftig. Vielleicht lag es aber auch an der Art und Weise, wie die Opfer hier ums Leben kamen. Man braucht nicht viel Fantasie, um es zu erahnen, dass hier Feuer eine sehr große Rolle gespielt hat und Flammen. Ja, ich weiß nicht, wie nah das Ganze tatsächlich an der realistischen Darstellung ist, was mit Menschen passiert, die in Flammen umkommen, die bei einem Brand umkommen, beziehungsweise, ja, was da so passieren kann, wie realistisch das Ganze ist, kann ich nicht beurteilen. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich recherchiert. Ich wollte es erst, um zu erfahren, wie realistisch, wie authentisch das Ganze ist. Aber ich hatte Angst. Das muss ich wirklich zugeben. Nach dem, was hier geschildert wurde, hatte ich Angst, dass es bestätigt wird. Das hätte mir und meinem Schlafverhalten nicht gut getan. Und deswegen habe ich die Recherche gelassen. Und ich bleibe einfach bei dem Gedanken, es kann sein, dass es realistisch dargestellt ist. Es kann aber auch sein, dass der Autor sich hier doch die eine oder andere künstlerische Freiheit genommen hat. Ich will es wirklich nicht wissen. Dafür war es teilweise wirklich zu heftig. Es geht hier mit Helen Grace weiter, mit einem neuen Fall, mit einem neuen besonderen Fall. Ich muss sagen, ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, dass Helen Grace die Psychopathen, die sehr, sehr kranken und extremen Psychopathen und Täter und ja, besondere Ereignisse, die damit zusammenhängen, magisch anzieht. Aber es muss ja auch irgendwo so sein, sonst ja, gäbe es die Reihe und die Bücher nicht. Manchmal empfand ich es tatsächlich als zu viel, als auch ein bisschen zu viel Zufall, dass gerade sie das ein oder andere entdeckt, wobei sie bei weitem nicht alles entdeckt und aufdeckt, sondern auch viele aus ihrem Team. Also sie kann nicht alles, sie ist bei weitem nicht perfekt und nicht bei weitem so schlau, wie viele glauben. So als kleine Anmerkung. Der Autor schafft es aber immer wieder, den Fokus anders zu lenken und von diesem ja, extremen Blickwinkel auf Helen Grace abzulenken. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr gut und sehr gelungen. So hat man nicht das Gefühl, dass man hier von einer Superpolizistin, Superheldin liest, was ich persönlich nicht mag. Ich mag wirklich Charakter mit Ecken und Kanten, die aber nicht den Klischees entsprechen. Und wie ich schon einige Male in den letzten Lesemonaten gesagt habe, wiederhole ich mich auch hier, Helen Grace entspricht keinem Klischee, zumindest keinem, das ich aus Thriller, Krimi etc. kenne. Sie ist wirklich, wirklich anders. Und auch hier wird das immer wieder deutlich. Der Fall ist hier wirklich anders als in den vorherigen Bändern und so viel sei verraten auch als in dem Folgeband. Es hat Besonderheiten, es hat sehr viele brutale Szenen, wobei ich, wie gesagt, nicht weiß, ob das einfach nur an dem Flammeninferno liegt. Das Ende fand ich wirklich überraschend. Einerseits habe ich mir das ein oder andere ausgemalt. Ungefähr bei der Hälfte des Buches denkt man, man hat die Lösung. Das denkt nicht nur der Leser, das denkt auch Helen Grace. Und ich habe mich da gefragt, wie und was soll da jetzt kommen? Was macht der Autor damit? Und wird es mir gefallen? Weil es konnte tatsächlich in eine Richtung gehen, die ich nicht mag. Bei solchen Büchern, die ich bei Ermittlungsgeschichten wirklich nicht gut finde. Und der Autor hat es auch nicht gemacht. Er hat wirklich etwas anderes präsentiert auf eine besondere Art und Weise und hat damit auch, ja, eine Besonderheit, ein Thema in den Vordergrund gerückt, das ich heftig finde, das ich extrem finde, das ich schon einige Male in Thrillern in einer ähnlichen Art und Weise gelesen habe, das aber wirklich auch neu war und wo die Darstellung auch geholfen hat, vielleicht über das ein oder andere nachzudenken und über das ein oder andere, was man selbst tut, bestimmten Menschen, Menschengruppen gegenüber, dass man da einfach mal drüber nachdenkt und ja, so ein bisschen sein eigenes Verhalten reflektiert. Und das finde ich wirklich sehr gut. Das Ende war überraschend, es war spannend, es war gut und es war schlüssig. Was ich besonders wichtig finde,
dass es schlüssig ist, dass es tatsächlich zum Ende auch passt, dass sich mehrere Fäden zusammenfinden, dass die Geschichte wirklich einen runden Abschluss hat. Und apropos runder Abschluss, da wären wir bei dem momentanen Abschluss der Reihe, die nächsten Teile sollen folgen, aber im Deutschen ist Teil 5 Letzter Schmerz bisher der letzte erschienene Band und das Buch habe ich auch im April gelesen, verschlungen, direkt im Abschluss, einfach weil ich nicht anders konnte. Ich musste wissen, wie es mit Helen Grace weitergeht, was sie tut oder nicht tut und was hier passiert. Letzter Schmerz sagt einiges aus und es hat, auch wenn es jetzt nicht so wirken mag, eine sehr starke Doppeldeutigkeit, die wirklich klar wird, wenn die Opfer und ihre Verbindung zu Helen Grace klar werden. Ich verrate wirklich nicht zu viel, ich spoilere nicht, wenn ich sage, es gibt eine starke Verbindung zwischen Helen Grace und den Opfern und dadurch logischerweise auch dem Täter. Diese Verbindung wird teils wirklich auf den ersten Seiten, in den ersten Kapiteln preisgegeben, was auch völlig in Ordnung ist. Das passt zu der Geschichte und das macht auch einiges deutlicher. Wer der Täter ist, in welchem Zusammenhang er mit der ganzen Geschichte steht, warum er das tut, war mir auch relativ schnell klar. Also wirklich nach 60, 70 Seiten vielleicht von rund 400. Fand ich aber nicht schlimm. Ich wollte wissen, wie der Autor das Ganze auflöst, wie er zu diesem Täter führt, wie Helen Grace diesen Täter findet, ob sie ihn findet und was am Ende passiert. Denn als ich mit diesem Buch angefangen habe, dachte ich tatsächlich, danach geht es nicht weiter. Mittlerweile habe ich herausgefunden, es geht doch mit Helen Grace weiter. Und da bin ich auch wirklich froh, denn das Ende war wirklich böse. Wirklich böse. Ganz böse. Ja, dieses Buch, diese Geschichte ist noch wieder ein bisschen anders. In den ersten 4 Bänden lernen wir Helen Grace ziemlich gut kennen. Wir können die als Leser auch sehr gut verstehen, einfach weil vieles zwischen den Zeilen dargestellt wird, weil vieles aus ihrer Vergangenheit auch dargestellt und gezeigt wird. Aber hier zeigt sie sich nochmal von einer etwas anderen Seite, beziehungsweise zeigt, dass noch mehr in ihr steckt. Und damit meine ich nicht noch mehr Kraft, noch mehr beeindruckende Dinge, dass sie nicht noch schlauer, noch cleverer, noch weiß was ich mehr ist, sondern ja, Helen Grace ist eben anders und besonders und es ist nicht alles gut, was an ihr ist und mit ihr ist. Und das macht der Autor wirklich sehr, sehr deutlich. Und das finde ich auch wirklich sehr gut und sehr erfrischend, dass wir mal hier keinen Helden haben, beziehungsweise keine Heldin, die ja ein Alkoholproblem hat, eine schwere Kindheit hatte und was ist denn noch so der Klassiker, genau, der verlassene Partner. Und ach, deswegen ist alles so doof, weil sie sich absolut für ihren Beruf aufopfert. Da sind für mich keine Helden und keine Anti-Helden, ja, da sind für mich eine Ansammlung von Klischees. Ja, wie gesagt, Klischee kann man hier lange suchen. Sehr spannend, sehr rasant geschrieben. Auch hier wieder kurze Kapitel, viele Perspektivwechsel. Dadurch hatte es schon einen sehr, sehr starken Action-Charakter, einen sehr starken Filmcharakter auch, was ich oft nicht mag. Aber Matthew Arlitch hat das großartig gemacht. Er bringt das wirklich sehr, sehr gut rüber. Und es hat wirklich einen Sog, ein Suchtpotenzial, dass wenn man anfängt, kann man nicht mehr aufhören zu lesen. Und man muss immer weiter und denkt, noch ein Kapitelchen, noch ein Kapitelchen, noch ein Kapitelchen. Nur noch, bis die Sichtweise von dem und dem gezeigt wird. Nur noch, bis die Sichtweise von dem und dem gezeigt wird. Und schon hat man das halbe Buch durch, ja. Also, ja, spannend, packend, großartig, logisch, heftig. Wenn es auch nicht diese Heftigkeit hat, die in Flammen hatte. Besonders. Wirklich, wirklich besonders. Schaut euch die Reihe an. Fangt aber auch hier wirklich mit dem ersten Teil an. Die Fälle sind zwar relativ unabhängig voneinander, außer dieses hier jetzt, aber die Hintergrundgeschichte, die Charaktere, die einzelnen Persönlichkeiten entwickeln sich sehr, sehr stark weiter
Und wenn man sich da zwischendurch spoilert, wäre es doch recht fies und wirklich auch schade für die Geschichte, für das Buch. Und ja, 4 Sterne, ein großartiges Buch. Und ich hoffe, dass Teil 6 bald ins Deutsche übersetzt wird und bald auch rauskommt. Ich werde sofort kaufen und sofort lesen. Ich freue mich jetzt schon darauf. Und ja, schaut euch Helen Grace an. Eine definitiv große Empfehlung. Dann kommen wir zu einem Hörbuch, das ich euch einblenden muss, weil ich es nur digital habe. Das Hörbuch habt ihr auch in meinen Neuzugängen gesehen. Und zwar ist es Dan Simmons und Jude. Eine sehr umfangreiche Geschichte mit einer Hördauer von rund 29 Stunden. Finde ich auch in Ordnung so. Mittlerweile habe ich das Buch beendet und kann euch sagen, ein sehr beeindruckendes Buch, eine sehr interessante Geschichte, die definitiv nicht jedermanns Sache ist, kann ich definitiv verstehen, wenn einige sagen, das ist mir zu langatmig, das ist mir zu umfangreich, die eine oder andere Darstellung ist nichts für mich. Kann ich wirklich sehr, sehr gut verstehen und nachvollziehen. Bei einigen Szenen hatte ich auch so meine Zweifel, aber insgesamt als Summe und vor allem nach dem Ende der Geschichte kann ich sagen, ich fand, es ist nichts zu viel. Keine ausschweifende Beschreibung war zu viel, denn das verdeutlichte wirklich noch mehr die Geschichte von Charles Dickens, von Wilkie Collins und auch von Jude und wie das Ganze zusammenhängt. Fand ich wirklich großartig, so viel sei jetzt schon verraten. Mehr dazu erzähle ich euch im Lesemonat Mai. Jetzt nur, wie weit ich gekommen bin. Ich war im April ziemlich bei der Hälfte des Buches, also circa 14,5 Stunden gehört. Ja, im Mai werde ich weiter schwärmen und über dieses Buch werde ich auf jeden Fall schwärmen. Und dann kommen wir zu guter Letzt zu meinem Flop-Buch, zu dem Buch, das ich abgebrochen habe. Und zwar habe ich das Buch nach ca. 50 Seiten abgebrochen, beziehungsweise nach rund 1,5 Kurzgeschichten. Denn das ist ein Kurzgeschichtenband, Zu viel Glück von Alice Munro. Die gute Frau hat den Nobelpreis 2013 für Literatur bekommen, was natürlich schon einiges an Erwartungen weckt. Ich muss sagen, ich war relativ skeptisch. Zum einen, weil ich ein wenig etwas anderes erwartet habe. Ich habe tatsächlich eher Liebesgeschichten und sehr positive Geschichten von der Autorin erwartet. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die auch so besprochen werden. Und ich hatte auch einen anderen Schreibstil erwartet. Denn mit dem Schreibstil hatte ich tatsächlich meine Schwierigkeiten, und zwar die größten Schwierigkeiten. Die Geschichten waren okay, waren alles aber nicht positiv und ich fand auch nicht wirklich lebensbejahend. Ich fand sie etwas merkwürdig, ich fand die Charaktere etwas merkwürdig, aber nicht gut und interessant merkwürdig, sondern irgendwie für mich unlogisch, nicht nachvollziehbar und ich hatte irgendwie das Gefühl, das passt nicht zusammen. Die Handlungen, die Gedanken, die Vergangenheit dieser Person, das passte für mich nicht alles zusammen. Das war für mich irgendwie nicht wirklich rund. Anscheinend empfinden das ganz, ganz viele anders, sonst hätte die gute Frau ja nicht den Nobelpreis bekommen und würde nicht so viele positive Kritik einheimsen. Für mich war es wirklich nichts. Der Schreibstil, der für mich wirklich die meisten Schwierigkeiten bereitete, war einerseits recht schlicht und einfach, was zu den Personen passte, was okay wäre. Gleichzeitig wirkte der auf mich aber irgendwie gewollt, gekünstelt, geschwollen, obwohl es gar nicht dazugehörte und auch überhaupt nicht sein musste. Aber ja, das war mein Eindruck, das waren meine Gedanken beim Lesen. Wirklich zu gewollt. Die Charakterdarstellung war zu gewollt, das Schreibstil war zu gewollt. Es passte nicht. Es passte für mich einfach nicht zusammen. Die erste Geschichte habe ich gelesen und dachte, okay, keine Ahnung, was das sollte. Ich mache mal weiter. Vielleicht war die erste einfach nichts. Auch worum es dagegen fand ich wirklich... so gar nicht meins.
Und dann ging es mit der zweiten Geschichte weiter, wo ich mich wieder fragte, was das soll, was diese Handlungen sollen, was diese Darstellung sollte, was diese teilweise herabwürdigende Darstellung der Personen sollte. Gleichzeitig dieser merkwürdige Schreibstil dabei. Und ich wollte überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Ich habe dann kurz gelesen, worum es in den anderen Geschichten geht, ob ich vielleicht auch mit der zweiten Geschichte einfach Pech hatte. Aber nein, es ist definitiv nicht meins. Ich kann weder verstehen, warum dieser Nobelpreis verliehen wurde. Ich kann weder verstehen, warum viele dieser Autoren so in den Himmel loben. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn es jemandem gefällt, in Ordnung, klar, Geschmäcker sind verschieden, das ist auch gut so, aber ich kann wirklich nichts damit anfangen. Ich habe das Buch dann abgebrochen und gesagt, okay, es war ein Versuch und es war nichts für mich. Aus ganz anderen Gründen als ursprünglich gedacht, nicht, weil es einfach eine heile und rosarote Welt zeigt, definitiv nicht, aber das, was es gezeigt hat, war auch nicht besser. Ja. Finde ich wirklich schade, das Buch wird aussortiert und verschwindet aus meinem Regal und ich werde es auch mit der Autorin nicht noch einmal versuchen. Ja, so ist es manchmal, viele können schwärmen und ich kann nichts damit anfangen. Ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein und es ist auch in Ordnung so. Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ja, es gibt Schlimmeres und ich hatte andere großartige Geschichten im April. Und das waren sie. Das waren die Geschichten, die ich entdeckt habe, die Geschichten, die mich beeindrucken konnten auf unterschiedliche Art und Weise und auch die Geschichte, die mich wirklich enttäuscht hat. Viel Thriller, viel Spannung, viel Brutalität, muss ich doch zugeben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war mir im April danach. Und jetzt würde mich interessieren, wie ihr die Bücher findet. Habt ihr sie schon gelesen? Kennt ihr sie? Wenn ja, sind sie bei euch auch so gut angekommen, beziehungsweise im Fall von Alice Munro so schlecht? Wenn ja, gerne schreiben, warum. Wenn nicht, dann noch lieber schreiben, warum. Ich mag es sehr gerne, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und zu sehen, wie empfindet jeder die gleiche Geschichte, wie unterschiedlich es so sein kann. Das finde ich immer wieder sehr interessant und sehr faszinierend und tausche mich auch sehr gerne darüber aus. Also immer her mit euren Meinungen, freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Also bis bald!